Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin Lucy da und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Johnson Fever 2. Und wir haben so unendlich viel zu tun und die Zeit ist so knapp. Ich wollte euch nur kurz erzählen, dass ich gerade eben schon alleine, gerade eben aus Zeitgründen sozusagen, einen weiteren Snowpiercer gekauft habe. Wir haben jetzt 4 auf der Strecke. Das finde ich, brauchte ich jetzt nicht unbedingt mit euch zusammen machen. Ich habe es euch jetzt eben erzählt, einen weiteren gekauft, der Tag passt und ist gut. So, außerdem habe ich hier gerade eben schon den unteren Teil unserer Central Plains Railroad hier, nämlich das Stück von hier bis nach Big Empolis, zweigleisig gemacht, weil durch den 4. Snowpiercer hier gab es gewisse Komplikationen. Fehlen ja Signale? Nee, passt. Ist okay. Genau, das habe ich gemacht und das wollte ich euch eben erzählt haben. Und ja, es gab, wie gesagt, es gab so unendlich viel zu tun, aber ich denke, wir konzentrieren uns jetzt. Und zwar erstmal brauchen wir ein weiteres Evergiven-Schiff. Ihr seht das hier, da sammelt sich der Treibstoff an, hier bleibt das Zeug einfach liegen. Ist einfach unglaublich. Wir haben schon 4 so Evergivens, die bringen den Treibstoff hier runter durch den Canyon. Müssen wir eine Mitfahrt machen, oder? Die dauert ja eine Dreiviertelstunde. ja, die bringen das hier runter bis da 14D und von dort wird das Zeug auch bis da Francisco geliefert. Ist ja nichts angekommen, oder wie? Ist ja gar nichts angekommen. Haben die noch nie sowas transportiert? Das ist ja wirklich peinlich. Aber müsste irgendwann passieren. Aber gut, der Weg ist sehr weit. Genau, da brauchen wir ein weiteres Schiff und das kaufen wir jetzt hier auch gerade. Aber ja, Vandale. Oder wir könnten hier jetzt mittlerweile diese hier einsetzen. Die ist sogar noch größer. 240 Kapazität. Wow. Ja, komm, machen wir das. Wir ersetzen die einfach. Zack, zack, zack. Die werden einfach komplett ersetzt. Können wir uns das leisten? Ja. Ah ja, das Geld fließt ja nur so jetzt hier mittlerweile. So, 220er Rate. Das war bisher... Oh, lass mich nicht lügen. Ich glaube 109. Ich habe vorhin geschaut. Das waren 109. Und jetzt haben wir 220. Das ist schon mal gleich ein bisschen besser. So, also ich habe letztes Mal gesagt, dass als nächstes größeres Ziel wäre hier, diese beiden Städte hier richtig zu pushen, dass die groß werden. Und ja, ich habe euch ja schon einen Plan mitgeteilt, wie wir das hier machen wollen mit Waren. Das gehen wir jetzt an und nehmen dazu demnächst in Kürze sowohl diese Kunststofffabrik in Betrieb als auch dieses Stahlwerk und diese Warenfabrik. Das ist alles hier schön an einer Stelle sozusagen. Und ich denke, wir gehen das jetzt mal an. Das mit dem Öl kriegen wir sogar relativ schnell hin. Wir müssen einfach weitere Schiffe hier draufballern auf den Canyon. Und die bringen das Öl hier direkt hin. Und ja, das ist echt einfach. Das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Würde ich sagen. Also, dann lassen wir das von hier abholen. Du, die Güte, liegt mal viel Öl rum. Aber ja, wir bauen ein weiteres Dings. Ein Kai. So. Jawohl. Genau. Und jetzt möchte ich dieses Dings hier bitten, hier diese Ölraffinerie, bitten, wirklich viel mehr zu produzieren. Bitte produzieren Sie mehr. Wir brauchen viel mehr. Wir sind jetzt schon an der Grenze. Macht mehr. Ja gut, die können nicht mehr machen. Die geben, was sie können. Wir müssen halt mehr hinliefern. Ja. Na gut, kaufe mal ein neues Schiff. Dann nehmen wir auch gerade hier diese Viola. Die Viola wurde in Themse gebaut und hauptsächlich zum Treibstofftransport auf dem Rhein eingesetzt. Jetzt Rhein oder hier irgendwie Grand Canyon. Was fließt da? Colorado River oder was? Ist ja völlig egal. Kommen Sie mal her. Wie heißt das Ding? Wir nennen das Ding Alhambra. Ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt. Alhambra 1. Alhambra ist eines der größten Ölschiffe, die es gibt. Öltanker. Und 380 Meter lang. Wie lang ist das? Steht da nicht, oder? Steht da nicht. Schade. 380 Meter lange, 24,5 Meter Tiefgang. Passt beladen nicht durch den Suezkanal. Also das Ding kann schon einiges transportieren. Und wir machen das mal einfach so hier. In der Hoffnung, dass der auch einiges transportieren wird. So, mein Freund. Dem sollten wir natürlich auch verbieten, dass der Treibstoff mitnimmt. Weil er soll nur Öl mitnehmen. Nicht, dass sie da auf dumme Gedanken kommen. Nein! Nein, so war das nicht geplant. Stopp! Stopp, stopp, stopp. Da war ich zu vorschnell. Erstmal hier aushalten, laden, Rohöl, entladen, gar nichts. Genau, so, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, hier ist die Chemiefabrik, da muss es schon hin, aber wir wollen natürlich ein eigenes, einen eigenen Kai haben hier, eine eigene, wie heißt es, Abladedingsstelle hier. So ist es vielleicht nichts. Ach, guck mal, die kann man auch, ach, das kann man auch so machen.
Moment mal, darf ich jetzt mal kurz gucken, ob wir da jetzt eine Anlegestelle hinmachen können? Ja, Tatsache. Ach Mensch, das ist ja cool, Mann. Ganz neues Hafendesign hier. Ist ja geil. Cool. So, na? Die gute Viola hat was zu sagen. Dann sagen wir da jetzt mal, soll ich hier anlegen? Jawohl, wunderbar. Mit dem soll er hier nichts. Und alles entladen, was drin ist, okay. Na gut, wunderbar. Wo ist der Kollege jetzt? Ja, gute Frage. Ist er das? Da ist er, Alhambra. Okay, wunderbar. Jetzt müssen wir halt dafür sorgen, dass da auch mehr Öl ankommt, weil sonst wäre das Ding ja leer. Das wollen wir ja nicht. Also, wir brauchen mehr Flugzeuge. Die sind zu lahm hier, zu klein. Ich weiß gar nicht, wann der große Flughafen kommt. Und so langsam die größeren Frachtflugzeuge. Was mache ich denn hier? So. Aber bis dahin müssen wir uns leider mit den Kleinen hier begnügen. Und die haben eine Rate von 79. Das ist ja wirklich peinlich. Das ist lächerlich. Und die haben auch leider noch nichts zu transportieren auf dem Rückweg. Wir müssen auch mal gucken, ob wir da irgendwas noch reinballern können, dass die was mitzunehmen haben. Für den Moment fliegen sie so und das macht ja auch ganz gut Geld hier. Wow. Na gut. Okay, der Flughafen wird wahrscheinlich relativ bald überlastet sein. Ach Gott, hier sind die gammeln hier überall gerade rum. Ich wollte eigentlich einen neuen kaufen, aber jetzt sind die alle auf einem Haufen. Na komm. Kaufe auf beide Seiten mal noch einen neuen. Zwei weitere. Schadet wahrscheinlich nicht. So. Ist da nichts dazugekommen, oder? Nichts Neues. Der ist immer noch unübertroffen hier. Okay, da mal drauf. Fliegen Sie! Und hier das gleiche auch nochmal. So, umbenannt sind sie auch alle. Ich fürchte wirklich, dass wir hier schnell ein Problem bekommen. Der Andreas hat es mir in die Kommentare geschrieben und ich befürchte das selber auch. Ich weiß ja, dass die Dinger irgendwann komplett voll sind und dass sie dann ständig so Warteschleifen fliegen müssen und sowas. Wir haben aber schon 7 Flugzeuge allein auf dieser Linie und wir müssen bedenken, wir haben ja auch eine zweite Linie letztes Mal eingerichtet für Ziegel, die hierher kommen sollen. Die funktioniert, glaube ich, noch nicht so wirklich gut. Es ist auch nur ein Flugzeug drauf. Ja. Na gut, dann los, nehmt was mit, Mensch. Wir brauchen mehr Güter, wir brauchen mehr alles. Oh, hier liegen schon ein paar. Oh, noch gar nichts für den Süden. Oh nein. Noch kein Öl. Was war das? Achso, der ist hingefahren, hat gemerkt, da ist noch nichts und dann ist er weitergefahren. Ja, du bist vielleicht ein Heini. 36 Treibstoff. Was ist mit dieser Stadt los? Beck will nicht. Wir brauchen mehr. Mensch, unfassbar. Sind die hier überfordert? Nee, müsste eigentlich passen. Könnte nur sein, dass wir vielleicht ein paar neue Fahrzeuge brauchen, weil die sind auch ein bisschen veraltet. 40 km/h. Ach, das ist ja lächerlich. Sollen wir die mal austauschen, falls das geht? Geht. 310er Rate. Ich glaube, das ist zu viel. Da kommt schon wieder was nach. Ja, wird schon passen. Okay, also dann, oh, natürlich, da kann ja noch gar nichts liegen. Ich bin ein Trottel. Oh, ich bin so ein Trottel, da kann doch noch überhaupt kein Öl liegen. Das wird ja noch gar nicht da hochgebracht. Oh nein, oh nein, oh, oh nein. So ein Mist. Okay, dann. Was machen die da? Achso. Achso, okay, die eine ist die Linie hier in diese Stadt, die andere ist die Linie hier rüber nach Francisco, Sprit. Und jetzt brauchen wir noch eine weitere Linie. Jetzt wird's aber eng hier. Oh, nein, das darf nicht wahr sein. So, okay, alles abreißen hier. Oh, das ist nicht dein Ernst. Geht nicht. Ich hasse es, wenn da steht Kollision. Woran liegt das? Also, so, voller Wut habe ich alles abgerissen jetzt. Oh, was das wieder kostet. Wir haben überhaupt kein Geld mehr. Das darf doch nicht wahr sein, echt. Na gut. So, auf jeden Fall, das Ding passt. Ihh! Wie sieht das denn aus? Völlig ungeplant, in meiner Wut. Ja, gut, egal. Also, dann... Oh, was ist hier los? Ordentlich Verkehr. Was macht eigentlich diese Buslinie hier? Es wird deutlich besser jetzt.
Es macht zwar keinen Gewinn, aber es wird wirklich deutlich besser mittlerweile. Oh Gott, ey, die Leute, ich sehe schon den ersten Stau. Und jetzt kommen auch noch die LKWs dazu, die hier hin wollen. Oh, was ist denn das für eine Straße? Die ist ja viel zu lahm. Wir können höchstens überlegen, ob wir die Öltanker hier nicht ein bisschen anders fahren lassen, aber das bietet sich leider nicht wirklich an. Die müssen hier schon rüber und dann würden wir die hier vielleicht hier reinfahren lassen hier. Und da können sie abladen. So, und das habt ihr schnell machen. Oh, passt ja wirklich schön da rein, oder? Und wenn ich das jetzt da reinbaue, kann das sich dann noch erweitern, ja, oder? Ja, müsste eigentlich. Das kann sie ja immer noch upgraden. Ja, das ist gut so. Ah, ich bin so ein Trottel. Das hätte ich doch gar nicht so groß machen müssen. So, da haben wir's. Ich hoffe, dass da kein Stau entsteht. Oh! Apropos Flugzeuge. Oh, die sind schnell und groß und brauchen einen großen Flughafen, oder? Zwei neue Fahrzeuge sind verfügbar. Ja, super. So, ja, wie sieht das jetzt hier aus? Das kriegen wir besser hin, oder? Das kann man ein bisschen schöner machen. So, wir kriegen das ein bisschen sanfter hin. Okay, sehr gut. Haben wir denn schon große... Oh! Wir können große Flughäfen bauen. Das wird aber teuer. 20 Millionen kostet das so, grob gepeilt. Ach du Schande. Ja. Mit ein bisschen Glück sind sie auch etwas günstiger, aber... Okay, da ist ja schon so ein ungefähr eine Hausnummer, auf was wir sparen können. Lassen wir das erstmal, würde ich sagen. Und kümmern uns erstmal um das, was wir schon machen können. Das ist erschreckend, dass hier so viel unterwegs sind. Ah, vielleicht müsst ihr doch mal irgendwie eine Buslinie von hier, Ficinetti, darüber nach Francisco machen, weil da sind viele, viele Autos, die da fahren. Damit wir uns da ein bisschen Verkehr sparen. Vielleicht sollten wir das wirklich tun. Gut, aber Konzentration, wir wollen erstmal hier gucken. Machen erstmal das da fertig, weil die Viola hinten fährt völlig umsonst gerade. So, diese Kollegen brauchen wir wieder. Neue Linie. Und ab geht's hier rüber. Oh, ich glaube, da haben wir jetzt viel zu viele gekauft. Gut. Da ist die neue Linie. Fahrzeug ist unterwegs. Ich würde fast sagen, sagen wir der Viola hier. Wo ist sie denn? Da. Sollen wir dann sagen, sollen wir zurückkehren? Vielleicht gibt es dann bis dahin hier schon ein bisschen was. Na gut, oh Mann, das ist spannend jetzt gerade. Wir haben jetzt echt so viel zu tun. Es freut mich wirklich. Teilweise hatten wir jetzt in letzter Zeit Zeiten, wo ich ja die ganze Zeit gewartet habe auf Geld und dann auch nicht so richtig wusste, wo soll ich jetzt das Geld am besten reinpumpen, damit wir schnellstmöglich mehr Geld bekommen. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben so viel zu tun. Und jetzt gerade die großen Güterflughäfen müssen wir eigentlich sofort bauen. So, hier, glaube ich, kann man noch welche verkaufen. Das ist, denke ich, war viel zu viel. Vor allem jetzt für den Anfang, wo das Ding ja eh noch nicht angeschlossen ist. Ja, kommen wir auch noch mal ein paar raus. Ja. Verkauft. Gut, also Kunststoff kriegen wir. Jetzt ist ernst, weil jetzt wollen wir Stahl in Betrieb nehmen. Oder wir machen erst diese Buslinie hier, um die Straße ein bisschen leerer zu bekommen. Das ist wirklich... Hier ist schon einiges los. 71. Leute fahren hier rum. Wahnsinn. Ja, da könnten wir wirklich eine Bushaltestelle machen, also eine Buslinie. Wie ist denn das hier? Das deckt das denn eigentlich alles gut ab? Ja, es deckt so halbwegs alles ungefähr ab. Gerade so. Aber da könnten wir eigentlich die hier beginnen lassen, die gleichen Haltestellen hinmachen und dann eben dann direkt hier rüber fahren zum, ich würde sagen, zum Bahnhof. Was ist denn das? Wie sieht das denn aus hier? Alles grün. Ja, das geht ja wohl nicht. Hier, machen wir da mal ein krasses Rosa hin. Oh, das beißt sich. Oh nein, das geht nicht. Gut. Okay.
Dann lassen wir die direkt darüber fahren und fahren, glaube ich, denke ich mal, sollen wir da direkt zum Bahnhof oder nochmal durch die Stadt durch? Hier sehe ich auch schon, da müssen wir uns langsam drum kümmern, dass wir hier auch Gebiete einschließen, die wir nicht drin haben aktuell. Da hinten zum Beispiel, die kommen nicht zu einer Bushaltestelle hin. Ja, oh, es gibt so viel zu tun. Ich jammer und jammer. Also hier noch eine Bushaltestelle hin. Und lenken diese Linie um. So. Ja, jetzt ist die Frage. Wir wissen nicht... Oh, neue Gütertyp. Oh Gott. Wir wissen nicht genau, wohin die Leute wollen, die jetzt hier mit dem Auto hinfahren. Wir müssen das theoretisch mal beobachten. Und mal gucken. Wohngebäude. Okay, wenn wir jetzt mal noch zwei, drei anschauen, wo die hinwollen. Nein. Aha, die wollen nach Norwalk. Und fährt mit dem Auto. Das ist ja uncool. Oh Gott, ey. Da ist ja was los. Das ist ja unglaublich. Ja. Das heißt, die fährt mit der Stadt hier, fährt mit dem Auto in die Stadt rein und dann hier. Das ist aber doof. Da müsstest du eigentlich hier eine Umgehungsstraße machen hier. Damit die gar nicht erst in die Stadt reinkommen. Ja, das waren jetzt auch. Da wird es bestimmt später Stau geben. Super. So, und hier können wir zum Wohle aller auch die Stadt, die Straße mal verbessern. Ja, wir sind schließlich in modernen Zeiten jetzt. Oh, nicht möglich. Das ist dein Ernst? Was soll das? Ach, Leute. Gut, das sieht natürlich blöd aus. Das müssen wir jetzt verbessern. So. Wunderbar. Das hier sieht jetzt auch wieder nicht so toll aus. Im Gegenteil, das gefällt mir überhaupt nicht. So, so zum Abreißen hier. Das muss schon gut aussehen. So, jetzt ist es ein bisschen flacher. Okay, also Buslinie hierher. Da ist echt die Frage, vielleicht lassen wir das erstmal noch und beobachten, ob die meisten hier eher da runterfahren wollen oder eher in die Stadt rein. Kann es sein, dass viele davon einfach da runterfahren wollen und das sehen wir jetzt da dran. Das werden wir, glaube ich, beobachten. Kann schon sein, ich weiß es gar nicht genau, ob überhaupt Autos zum Bahnhof hinfahren oder ob Autos nur direkt zum Endziel fahren. Ich glaube, Autos fahren eher nur direkt zum Endziel. Das heißt, wir lassen hier die Buslinie, wenn sie dann da ist, am Bahnhof halten, werden aber auch hier die restliche Stadt anschließen, denke ich. Ja, da achten wir mal drauf. Gut, liebe Leute, dann sind wir für heute schon fertig. Und ich bedanke mich. Nächstes Mal geht's weiter und wir haben viel zu tun. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dann. Tschüss.